Du weißt, wie es ist. Kommunikation ist nicht ihre Stärke. Sie regeln ihre Probleme in Smash Brothers Melee. Bunte Jacke, weiße Maske gegen bunte Maske, schwarzes T-Shirt. Wer kann gewinnen? Das sehen Sie nach der Werbung. Wer hat mehr Twitter-Followers und warum ist es wichtig für Smash Brothers? Der jüngste Ulrich, den es gibt. Hot Atze Sommer. Vielleicht der hotteste Sommer für Konstantin, kann man schon so sagen, oder? Oder auch abgekürzt Hass. Oh, es gibt noch eine Verabschiedung, es gibt zeremonielle Events passieren vorher. Fax muss nach Hause und sie begleitet ihn auf dem Weg nach Hause, damit er nicht geklaut wird in Charlotte. Hau rein, Mann. GG's. Oh, Umarmung, das ist Hype. Aber Dennis und Konstantin sehen 18 Monate lang ihre besten Freunde nicht und sagen, fuck it, lass Smash spielen, das ist ein Bracket. Mir doch egal. Seal, ich kann ihn jederzeit besuchen. Okay, Dennis hat seine Prediction geäußert, dass er einfach in einem Combo-Video-artigen Viertelstunden-Set von Konstantin vernichtet wird, aber bis jetzt sieht man slicke Turnips von ihm. Das Gemüse fliegt durch die Stage und ab, er holt den ersten Stock. Nice. Team Jasmin. Jung. Hot Summer-Arze. Even wie nur ein Match zwischen zwei Rivalen even sein kann. Nämlich ungefähr 50% Differenz. Früher war das eigentlich auch immer Grand Final. Ja, als es noch nicht Charon oder Ice oder Nikki gab oder sonst. Geldjunge. Oder manchmal gewinnt ja auch jemand anderes gegen die beiden. Also ist schon eine Weile her. Charon. Schon eine Weile her. Bist du heiß? Wie fandest du die Spiele? Wie fandest du die Spiele bislang? Foxtitos, guckst du das überhaupt? Ja, oder schaltest du immer um, wenn Foxtitos ist? Es waren alle Leute. Aber das war Hype. Zwei Knies? Hype. Das war einfach hot. Team Jasmin. Team Kills? Team Jasmin. Das ist wirklich ein Team Jasmin? Nein, jeder liebt Team Jasmin. Aber das ist auch ein Meme. Das ist auch Jasmin. Auch ein Meme. Weg mit dem Turnip, ich will ihn nicht. Erstmal ein Jasmin-Tier zum Bogen. Oh. Tech Chases. Geil. Oh. Einfach gewartet. Der Mann mit den schnellsten Abwehrs im Land kriegt nicht den Abwehr, aber da. Oh, okay. Boom! Two-Stop, heftig. Einfach den Zug in die Blastzone gefahren. Rude. Aber ich glaube ja, dass Dennis sich selbst blockiert mental. Wenn er so Sachen sagt jetzt wie. Jetzt nimmt er seinen Weißen. Ja. Dass er nie gewinnen wird. Dass er jetzt 3-0 wird und so. Das ist ja kein. Oh! Wie bitte? Frech! Kann eigentlich nur. Eigentlich schon fast richtig rude, kann eigentlich nur ein Fehler gewesen sein. Jawohl. FD-Kombos gegen Floaties. Ach, schade. Schön. We take it. Kein Knee. Und jetzt FD-Kombos von Peach, die eigentlich nur Chain-Throws sind und am Ende so ein Fair. Bonk. Schade. Captain Falcon nimmt sich das Gemüse. Nice. Nichts schlimmer, als gegen Peach zu recoveren als Captain Falcon. Ja, gegen Jigglypuff. Es ist ungefähr ähnlich. Es gibt sich wirklich nicht viel. Eigentlich gegen alle Floaties. Gegen Peach ist einfach nur auch frustrierend. Kein Grab. Aber generell ist es... Konstantin spielt, wenn er mal so selbstbewusst gegen alle anderen spielen würde, ist einfach... Boah. Nevermind. We take it back. Dennis... Jeder weiß, dass Dennis nicht happy ist, wenn er ein Spiel gegen Konstantin holt, in dem Konstantin nur Quatsch macht. Aber das ganze Set, we take it. Okay, cool. Down throw into rumrennen. Chain throw. Das ist auf dem Weg zu einem Quattiro, einem Audi Quattro. Nice. Gecovert. Casco, voll Casco mitgebucht beim Mietwagen. Oh, Falcon Kick vielleicht mit dem ersten Peach Stock? Nein, 180%. Ja,
Alter. Im Smash ist es so, wenn Prozent hoch geht, dann ist es schlecht. Ja, für manche Charaktere schon. Für manche Charaktere schon. Für andere Charaktere ist es super. Oder egal. Okay, Last Dog für Falcon, kann er hier nochmal ein geiles Comeback reißen, dann das wäre wirklich absolute Dominanz. Aber ich glaube, bisher wird es auch probiert, Stoppy Stop. Die Waschmaschine, boah, 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 boah. Again. MacD-Tech. Oh, aber... Nice. Sieht immer gut aus. Full up, full up. Nice, näher. Und jetzt kommt. Wir unterbrechen unsere Sendung für einen Chain Throw. Das war cool gedacht. Ja. Aber okay. 1-1, Freunde. Zwei Two-Stocks back-to-back. Konstantin mit dem Blick in den Himmel. Und Dennis mit Laserfokus. Go. Nicer Grab. Oh, schöne Combo. Ich lebe, leider. Sad. Und der Grab. Und Zero, Zero to Death. Der Null zum Tod. Der Nulli. Konstantin sagt, wait a minute. Ich bin höher gesiedelt. Was soll das? Oh. Ja. Oh. So schnell kann es gehen. Abi in die völlig falsche Richtung und du bist tot. Das ist Smash Bros. Manic. Ah, schade, guter Versuch. Der Grab, die besten Abwehr sind. Oh! Zwei Lies, beide zu niedrig. Okay, Full Hop Bear. Und Stop. Never mind. Nichts unhöflicher als Down Throw Stop. Nice. Auf die Stirn getreten. Das Video ist generell Stomp, unhöflich. Ja, das ist wirklich kein frecher Move. Genauso wie Robin. Das stimmt. Da kommt einfach Hass mit durch. Oh. Nice. Das hätte man, glaube ich, kommt einfach die ganze Power auf. Ja. Jetzt denkt sich Konstantin, warte mal. Könnte auch schneller gehen, das ganze Set hier, wenn ich einfach mal richtig spiele. Und aufdreht. Oh Gott, der Backward Stop. Oh Gott! No! Nevermind. Konstantin wollte schon aufs Klo gehen. Konstantin war schon so, warte mal, ich muss pinkeln. Und jetzt kommt das Comeback von Dennis. Weil, wenn sich einer nicht zweimal so kombo lässt, dann Old Ulrich. Nevermind. Und da ist. Und in diesem Game ist Peach, glaube ich, viermal durch ein Knee nach links oben gestorben. Leichtes PTSD hat es ausgelöst und es steht 2-1. Neue Farbe. Aber man sieht, dass Dennis richtig fokussiert ist. Ja. Dennis hat immer Bock. Ist egal, wenn jemand nicht aufgibt, dann Dennis. Und das ist wichtig. Das ist die Eigenschaft von einem richtigen Competitor. Im Wettkampf wird nicht aufgegeben, bis gefälligst Game auf dem Bildschirm steht. Nice. Oh. Geil. Einfach souverän. Konstantin lässt es aber auch einfach easy aussehen. Einfach nur gestampft wird. Oh, geiler Ledge Grab. Instant. Ramen Noodles. Nice. Der Parasol 68. Noch nice. Quasi even trotzdem. Bisschen ärgerlich. Oh, die Bombe! What? Das ist das, was Dennis genau jetzt braucht. Das war einfach genau das, wo er sich dachte, ey, was tut jetzt eigentlich Captain Falcon auf der anderen Seite der Stage? Nice. Oh, scary, scary. Scary Barry. Oh, evened out. Aber der psychologische Schaden, den so eine Bombe anrichtet, von dem musst du auch erstmal recoveren. Eigentlich hätte auch fast jeder andere getötet. Nice. Grabbed. Oh. Der niedrigste Abwehr. Oh. Noch nie war ein Abwehr so wenig ab. Nice Grab.
Und FOD ist frei. FOD aka Final of Destination. Der psychologische Schaden ist eben so ein. Swag you, das, du darfst nicht zitieren. Es ist erlaubt. Bitte gib deine Quellen an. Dankeschön. Also, der neben mir ist einfach der Juggle-Master. Hi. Wir haben hier übernommen, alle anderen sind zugebannt von dem Spektakel. Und ehrlich gesagt spielen auch ziemlich viele Leute friendly. Sind alle, das ist gerade kein Foxy, so deswegen. Oh! Let's go! Du springst zwischen deinen Aerials? Nicht Konstantin. Und dann hat Konsti auch noch ein Out of Game. Oh, diese Recovery. Die Recovery. Die Falcon Recovery. Punchery. Da fängt man, da kommt man schon mal ins Schwitzen. Oh Gott. Ich habe Falcons Get Up Attacks, auch so die Mini Peach Down Smash, weißt du, so mit einer Rotation. Das hat er bestimmt sich von ihr abgeguckt. Irgendwann war Peach so, pass mal auf, ich zeig dir meine Special Moves. Oh, Grab. Kein Storm. Root. Oh, Power Shield into Down Smash. Nichts passiert. Oh, es brennt. Aua. Nice. Und das ist nix. Nix ist das raus, die Alt. Da passiert Peach überhaupt nix. Oh! Oh! The Nun? Halbe Sachen passieren woanders im Venue. Come on, Peach. Jawoll. Eine Chance noch für Dennis. Diesem Spiel vielleicht nochmal was zu reißen. Seine Chance. Letzter Stock. Und das war's. Der Backer holt's. Lames Ende zu einem ziemlich coolen Set. 3-1 für den Hot Atze Sommer. Und es war kein 3-0. Und trotzdem ist Hot Atze Sommer da, wo ihn die Leute gesehen haben, nämlich im Losers Finals.